Die Rolle Jonas, ja, ist halt der coolste Typ an der Schule. Erst denken es alle, dass er halt der coolste Typ ist, sein Vater ist reich. Alle stehen auf ihn. Anfangs ist Jonas halt gegenüber Leo immer noch so ein bisschen, naja, das kleine Kind. Denkt er sich am Anfang natürlich, und später sieht er natürlich ihr wahres Ich. Jonas hat halt seine Fassaden, das war halt auch so ein, das zu spielen war halt auch noch eine Herausforderung. Und da will er halt zeigen, dass er cool ist. Er will das die ganze Zeit zeigen und deshalb lässt er halt auch diese Sprüche raus. Und damit kann er auch ziemlich verletzend sein. Aber eigentlich innerlich ist er sehr sensibel.